hier ist euer Ratzenbande. Ja, hier seht ihr ein Päckchen im heutigen Video. Und zwar wird dieses ein Unboxing werden, ein besonderes Unboxing. Ich habe nämlich ein Paket von der guten Happy Animals Happy bekommen. Ich habe ja bei einem Wettbewerbsbeitrag mitgemacht und sie hatte ja die 1000 Abonnenten vor einiger Zeit erreicht. Da hatte sie als Abo-Special ein Gewinnspiel gemacht. Und da hat sie 2 Pakete verlost insgesamt, jeweils für das Gewinnertier. Ich habe damals mit meinem Zwerghamster, dem Fussel, mitgemacht. Und das Paket ist jetzt endlich angekommen. Also es hat wirklich eine ganze Zeit gedauert, da sie noch was bestellen musste. Ist ja auch alles nicht schlimm. Hauptsache es ist jetzt da. Die Post war wirklich super schnell. Also damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich hätte jetzt gedacht, weil sie auch gesagt hat, dass das schon mal eine Woche, zwei dauert. Aber das ging jetzt wirklich richtig flott. Und ja, damit ihr nicht meckert, dass meine Ratten nicht dabei sind, weil eigentlich ist ja jetzt heute ein Rattenvideo dran, da ja letzte Woche schon ein Hamstervideo kam und das Päckchen ja für Fussel ist, habe ich meinen Ratten dabei. Hier sehen wir den kleinen Aris. Ich habe gedacht, die können dann mitmachen beim Auspacken. Ich hoffe, das ist okay für euch. Das habe ich mir von einer anderen YouTuberin so ein bisschen abgeschaut. Oh mein Gott. Die Rattenleben, die hatte das letztens erst gemacht. Und ich fand das so süß und niedlich, dass ich das unbedingt auch machen wollte mal. Weil mit Ratten, die sind so verrückt, mit denen kann man sowas auch machen. Die inspizieren ja eh alle gerade den Karton. Die sind jetzt alle im Auslauf. Meine Katze ist natürlich nicht dabei. Und ich würde mal sagen, wir fangen direkt an. Ich hoffe, sie zerreißen nicht direkt den Karton. Auf jeden Fall schauen wir erstmal uns außen den Karton an, der hat nämlich auch was Besonderes. Hier steht einmal Gewinnerpäckchen für Fussel mit so einem kleinen süßen Herzchen. Das Paket ist von Chibo, aber ich denke mal nicht, dass da eine Kaffeemaschine oder so drinnen ist. Dann hat sie hier noch YouTube ganz groß dran geschrieben, auch sehr schön. Und du hast noch drauf geschrieben, dass ich beim Aufschneiden da nicht so tief reinschneiden soll. Das sehe ich auch, weil dieser Karton ist relativ ausgebeult, sagen wir es mal so. Und ja, jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich meine Ratten nicht aus Versehen verletze. Und dass ich hier noch zusätzlich aufpasse, das ist super gut zugeklebt, sehe ich gerade, dass ich nicht zu tief hier einschneide. Jetzt habe ich Angst, dass ich was kaputt mache. So, ich glaube, das müsste jetzt aufgehen. Ja, es geht auf. Das ist schon mal gut. Ich werde meinen Ratten mal eben in Sicherheit bringen. Der Aris ist hier gerade am Rumwuseln um mich herum. Und hier sehen wir gleich jede Menge Geschenkpapier. Total süß. Bitte erst zum Schluss auspacken, steht hier schon mal. Sind ein paar Extras für die Rattis. Ihr kriegt auch was. Habt ihr das gehört, Rattis? Das packen wir zum Schluss aus, okay. Und hier steht nochmal, bitte lesen, bevor du die Sachen auspackst, okay. Da das ja eh von dir gewünscht wurde, dass ich ein Auspackvideo mache, denke ich mal, ich darf den Brief laut vorlesen, weil sonst gilt ja immer offiziell das Briefgeheimnis. Also hier steht, das ist dein Gewinnerpäckchen. Als allererstes möchte ich mich entschuldigen dafür, dass es so lange gedauert hat und dass das Paket so gestoppt ist. Auch damit habe ich kein Problem, um ehrlich zu sein. Ich hätte nur leider keinen größeren Karton. Ich hoffe, Fussel und deinen anderen Wusels gefallen die Sachen. Und jetzt viel Spaß beim Auspacken. Liebe Grüße von Vicky, Lola, Creamy, Nita, Crazy und mir Happy Animals Happy. So, ist eine echte schöne Schrift, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut. Meine ist da eher so, nee, mittelmäßig. Auf jeden Fall, das heben wir zum Schluss auf. Machen wir hier. Das fühlt sich relativ weich an. So schönes Geschenkpapier mit den bunten Punkten. Gefällt mir wirklich sehr. Was haben wir hier? Das ist ja cool.
ist nochmal extra eingepackt mit so einer Luftpolsterfolie. Wer hat die als Kind nicht gerne zerdrückt oder macht es heute noch? Also ich mache es heute noch zum Teil. Was haben wir denn hier? Natural Spice, okay. Das sind solche Strohbälle, wie man es auch nennen kann. Das ist sehr interessant. Das ist aber nicht hier aus Deutschland, soweit ich weiß, weil da steht alles in Englisch. Von Rosewood, okay. Den kenne ich gar nicht, den Laden. Auf jeden Fall super süß, die Sachen. Ich denke mal, Fussel wird es zerstören und meine Ratten auch. Also, die können das beide sowas benutzen. Auf jeden Fall super schön, danke. Ich hoffe, die machen hier nicht die Sachen hier auf, weil die gehen hier schon dran. Dann haben wir hier nochmal in einem anderen Geschenkpapier mit so schönen Bonbons drinnen. Müssen wir mal gucken, ob da nichts draufsteht. Ich habe Angst, dass ich irgendwas übersehe, was ich nicht übersehen sollte. Dann haben wir hier nochmal eingepackt mit jeder Menge Luftpolsterfolie. Und es läuft mir hier gerade den Rücken rauf. Guck mal, Schatzi, geh mal weg. Ebenfalls von der gleichen Marke hier so eine süße, ich sag mal, Korkröhre dazu. Das ist total niedlich. Sowas habe ich noch nie gesehen. Der hat hier auf jeden Fall so zwei Ausgänge. Total süß. Werde ich Fussel auf jeden Fall ins Gehege tun. So ist es auch ein bisschen noch mal fülliger. Vielleicht auch oben auf die Etage, da ist ja noch Platz. Oder ich tue das Haus weg und tue es dafür in den Auslauf. Auf jeden Fall möchte ich das unbedingt ins Gehege rein. Finde es total schön und total niedlich. Für die Ratten ist es natürlich zu groß. Das Paket ist ja auch für Fussel in erster Linie. Ich meine, er hat immerhin die meiste Arbeit gemacht. Haben wir hier. Mal schauen. Noch mehr Luftpolsterfolie und Balou und das hat mich erschreckt. Aris ist sehr interessiert. Die anderen sind da ein bisschen schüchterner. Poseidon und Zeus, die, ich glaube, die kommen da jetzt gerade nicht hin, weil die gegenüber neue Sachen ein bisschen schüchterner sind. Und hier haben wir so einen süßen Napf, der ist ja total cool. Warum hast du so coole Sachen bestellt? Ich sehe sowas nie. Ich möchte sowas immer haben. Total süß. Ich weiß, das hört sich mal so an, als würde ich mich nicht freuen, aber in Wahrheit freue ich mich immer über sowas. Innerlich mehr oder weniger. Also vielen Dank dafür. Der ist total süß, der Napf. Ich habe ja nur so einen langweiligen Grau noch. Den hatte ich ja noch von den Rennmäusen damals. Ich hatte ja mal Rennmäuse. Ganz früher, da gibt es sogar noch Videos auf YouTube auf meinem anderen Kanal, aber gut, die sind jetzt nicht so toll, dass man sie sich anschauen müsste. Haben wir hier noch ein etwas flacheres Päckchen. Das ist alles so schön eingepackt und das ist auch mit so einem schönen Tesafilm zugeklebt. Das gefällt mir wirklich sehr. Und Aris ist gerade im Karton. Nicht die Sachen hier aufreißen einfach, das finde ich jetzt nicht so schön. Und das sieht nach was zu futtern aus. Von Bunny. Das ist teuer, die Sachen. Lust auf Natur. Hier, so ein Snack. Ein Nussknacker-Snack. Saatenmix mit Haselnüssen. Für Hamster, Zwerghamster, Farbmäuse, Rennmaus und Ratte. Schau mal, Aris, du kannst das auch haben. Ich glaube, der weiß da gerade nicht wirklich, was mit anzufangen. Auf jeden Fall voll süß. Danke. Also da meine Tiere auch wieder was zu futtern. Ich muss eh wieder neues Zeug kaufen. Leckerchen gehen bald alle wieder. Mal wieder, weil meine Ratten so gefräßig sind. Fussel steht ja hauptsächlich auf Mehlwürmer und Sonnenblumenkerne. Das Papier ist auch total schön. Ich finde ja Eulen total süß. So viel unterschiedliches Geschenkpapier. Ich hoffe, das hast du nicht alles wegen mir gekauft.
Und noch mehr Luftpolsterfolie. Yay. Yeah. Und meine Ratten haben Spaß im Geschenkpapier. So. Dann haben wir hier von JR Farm mal was, was ich kenne zur Abwechslung. Die Vollkorn-Schrimps- und Garnelen-Cookies, die hatte ich schon mal gekauft. Mögen meine Ratten auch sehr gerne. Damals hatte ich noch nicht meinen Zwerghamster, den Fussel. Von daher werde ich es auf jeden Fall ausprobieren, ob er es mag. Ich werde ihm mal so einen, ich denke mal ein halber reicht, wenn ich ihn den erstmal reinlege, weil ich finde immer einen ganzen auch immer so viel auf einmal. Also meine Ratten bekommen ja auch nicht so viel, die bekommen pro Stück einen halben. Und der Fussel hat da lange dran zu fressen. Dann hier nochmal mit dem süßen Eulenpapier. Ich finde das total toll, das Papier. Das ist das Beste bis jetzt. Nochmal, das raschelt auch. Ich bin gespannt, was da drin ist. Ich muss die Sachen sehr gut eingepackt. Sehr gut eingepackt. Das merkt man. Ist dir sehr viel Mühe damit gegeben. Aber damit auch ja nichts kaputt geht. Oh, ist das süß. Schaut mal. Total niedlich. Von JR Farm so eine kleine Kiste mit, ich denke mal, Leckerchen drin. Ich mache das mal eben auf und guck mal und zeige euch mal, was da drin ist. Das ist total süß. Danke. Mein Gott, so viele Sachen. Ich habe gar nicht. Sorry, meine Kamera hat gerade aufgehört, einfach zu filmen, weil sie mir sagen wollte, ja, dein Speicherplatz ist voll, es geht nicht mehr. Und ja, da musste ich jetzt ein paar Sachen löschen. Deswegen sorry für die kurze Unterbrechung. Zum Glück habe ich es schnell gemerkt. Ich habe jetzt nur hier das aufgemacht und habe nur gezeigt, was hier drin ist. Das sind so total niedliche Karotten sind das, so Mini-Karotten. Finde ich voll süß. Und ich wollte eigentlich, hatte den Ratten jetzt schon ein bisschen was davon gegeben, weil ich das eigentlich so zeigen wollte, direkt, wie sie das mögen. Und ja, zeigen wir es halt nochmal, wenn der Baloo gerade Bock hat. Schau mal hier, Baloo. Da. Aber bitte nicht hier drin, okay? Geh bitte raus. Dankeschön. Auf jeden Fall ist da zum Glück nichts passiert. Zum Glück habe ich nichts weiter ausgepackt. Von daher machen wir einfach schnell weiter mit diesem kleinen Paket. Das hört wirklich gar nicht mehr auf. Hier mit den ganzen Päckchen. Und ich kriege jetzt irgendwie total immer noch das schlechte Gewissen, dass ich so viel bekommen habe. Das fühlt sich alles so weich an, damit ich die Sachen auch nicht erfüllen kann. Ne? Ich denke mal, das ist aber auch ein bisschen der Gedanke dahinter, weil das fühlt sich alles sehr weich an. Und hier haben wir, was haben wir denn hier? Oh, hier steht sogar was. Kauzahnbürsten Nitalizzi. Ja, diese Zahnbürsten, sag ich mal, sind eigentlich für Hunde gedacht. Auf jeden Fall sind die irgendwie total beliebt bei vielen Nagetieren auch. Und sind auch super für die Zähne zum Abnagen und als Beschäftigungsspielzeug, sag ich mal. Auf jeden Fall, das sieht so ein bisschen aus wie Plastik. Also ich sehe die jetzt das erste Mal. Ich hatte die vorher noch nie. Aber die sind so zum Abnagen da. Und viele Nager mögen die wirklich sehr gerne. Ich werde auf jeden Fall dem Fussel eine davon geben. Vielleicht kriegen meine Ratten auch eine. Wobei die wahrscheinlich innerhalb weniger Minuten zerstören werden. Weil die zerstören alles, was Essbares irgendwie ansatzweise im Käfig ist. Und ja. Dann haben wir hier nochmal ein etwas länglicheres Paket. Das weiß ich nicht, wie vielte. Der Baloo ist gerade hier auch wieder sehr interessiert daran. Am knisternden Papier. Also ich habe, wenn ich hier fertig bin, habe ich so viel Zeugs hier rumliegen. So viel Geschenkpapier. Alles kaputt gerissen. Und hier ist was Gemixtes, das Futter drin. Deswegen war der Baloo auch direkt da so stürmisch drauf, weil er das natürlich riecht sofort. Ich hoffe nicht, das ist nicht Rose da drin. Aber ich denke mal nicht. Das sind so Päckchen. Gucken. Ah.
Saatenmix, selbst gemischt. Da freue ich mich natürlich sehr drüber. Das sieht wirklich gut aus. Das wird der Fussel mögen. Für die Ratten wird es zu klein sein, die Saaten. Die fressen die meistens dann nicht, weil man sieht wirklich, dass die sehr klein sind. Die sind dann eher was für den Hamster. Dann haben wir noch 100 Gramm Quinoa. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Sorry, ich kenne diese Saaten nicht oder ich vergesse die Namen einfach ständig. Auf jeden Fall Dankeschön nochmal auch dafür wieder mal. Also ich kann mich nicht oft genug bedanken. Und hier haben wir was Stabileres. Das wird im Kasten sein. Ich bin gespannt. Und oh mein Gott, was ist das denn? Das ist eine Brücke. Das muss doch total viel Geld kosten. Ich habe jetzt mit ein paar Leckerchen gerechnet. Und Balu hat Spaß in der Röhre. Der passt da wirklich durch, aber ich würde es trotzdem nicht ins Gehege tun, weil zwei Ratten müssen da aneinander vorbeikommen. Und oh mein Gott, das ist total cool. So eine süße Wippe. Jetzt habe ich endlich Sachen für den Auslauf. Die muss man noch zusammenleimen, so wie ich das hier sehe. Gut, dann mache ich das ein andern Mal. Oder ich zeige es euch dann, wenn ich nochmal alles im Überblick habe. Das ist vielleicht schlau. Auf jeden Fall sind das hier so Einzelteile. Die kann man dann so, die Wippe dann so zusammenbauen, denke ich mal. Muss ich mal gleich nochmal gucken, wie das auf dem Bild ausschaut. Ich bringe es in Sicherheit, bevor meine Ratten es annagen direkt. Und ja, dann habe ich hier noch so ein Leim sogar noch dazu bekommen. Das kann ich dann auch direkt machen. Ich hätte zwar Holzleim zu Hause, aber das ist gut, dass sie sowas dabei schicken. Und dann sieht das halt wie auf der Packung hier aus. Total schön. Danke. Dann nehmen wir hier erstmal das kleinere noch und das kommt natürlich zum Schluss. Das stelle ich jetzt mal so an die Seite direkt. Und das sieht nach JR-Form aus. Das kenne ich. Zur Abwechslung. Das sind Kürbiskerne. Super, danke. Die Ratten werden wohl eher keine Kürbiskerne kriegen, weil die haben schon zu viel davon im Hauptfutter. Das ist nichts für euch. Brauchst nicht erschrecken. Das ist nur eine Verpackung, Sydney. Aber der Hamster, der mag gerne Sonnenblumenkerne. Der steht auf dieses ganze gepresste Zeug nicht. Also Pellets, sprich, und so ein Zeug halt, ne? Ist ja auch nicht gut für die Tiere, von daher freut's mich. Ja, währenddessen will ich schon mal im nächsten Paket auspacken. Das sieht groß aus. Und noch mehr Sachen zum Zusammen. Nein! Jetzt. Oh, ist das schön. Guckt mal hier, das ist noch so eine Rutsche. Das ist total süß. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Oh mein Gott, das ist total niedlich. Wooden Spritz. Total süß, danke. Das muss so Unmengen an Geld gekostet haben. Ich frag dich, was das alles gekostet hat. Das will ich wissen. Und ich bin gerade zu doof, das aufzumachen. Aber das wird man wahrscheinlich auch zusammenbauen. Ich guck da mal eben rein. Jetzt habe ich es kaputt gerissen. Ja, das ist auch zum Aufbauen. Das werde ich dann im Überblick nochmal zeigen, wie es alles aufgebaut ausschaut. Auf jeden Fall total süß alles hier. So, jetzt kommen wir zum letzten, zum Finale, sagen wir es mal so. Hast du ja extra draufgeschrieben, dass ich das nur zum Schluss auspacken soll, weil da noch was für die Ratten noch mit drinnen ist. Ich finde, du hast mir eh schon, ups, da hängt was dran, mehr als genug geschenkt hast. Also, ich hatte jeder Spaß wirklich. Die Ratten haben unheimlich viel Spaß allein mit dem Papier. Das ist immer das Beste. Die Tiere kriegen Luxusgegenstände. Womit spielen sie? Mit Müll eigentlich. Was haben wir denn hier? Das ist. Oh, das ist ja auch voll niedlich. Da sehe ich schon was Süßes. Oh, das ist aber. Nicht für die Ratten, sondern für meine Katze. Du hast wirklich an alles gedacht. Das ist ein Catnip-Spielzeug. Da kann ich Katzengras drüber streuen und der Nala das dann als Spielzeug geben. Das ist so niedlich. Es ist einfach eine kleine Schildkröte. Total süß. Ich wüsste so gerne, wo du die ganzen Sachen her hast. Ich sehe gerade, hier unten ist so ein Klettverschluss. Ich tue das hier gerade nicht raus. Auf jeden Fall so, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, hier ist so ein Klettverschluss und dann kann man das hier so reinfüllen, das Katzengras, und dann kann die Katze damit spielen. Wird sich Nala bestimmt freuen, da werde ich bestimmt auch ein Video zu machen, wie sie darauf reagiert, von daher
sieht das dann, siehst du das und ihr anderen dann auch wahrscheinlich. Dann machen wir das hier noch auf. Und das ist was Weiches. Oh, ist das schön. Guck mal, eine Hängematte. Total schön. Oh. Dann noch in Blau. Blau ist total schön. Und auf der anderen Seite ist sie weiß. Ich habe ja nicht die schönsten Hängematten. Ich habe ja nur die gekauften, weil ich einfach zu blöd bin, sowas selber zu machen. Ich habe auch keine Nähmaschine, von daher könnte ich sowas auch gar nicht selber machen. Auf jeden Fall total schön. Die ist bestimmt selbst gemacht. Total süß. Da werden sich meine Ratten bestimmt freuen. Die vergöttern Hängematten einfach. Dankeschön. Hier ist auch was Weiches. Hier steht es auch noch. Etwas Selbstgemachtes für die Ratten. Das wird jetzt aber nicht eine Kuschelhöhle oder so sein, weil sonst, ne? Doch, es ist eine Art, es ist nicht direkt eine Kuschelhöhle, es ist eher ein riesengroßes Kissen. Oh, das ist so süß, ne? Voll schön, danke. Und das hat innen einen lila Bezug und außen ist es ebenfalls hellblau, passend zur Hängematte. Also, wenn das meine Ratten nicht lieben werden, sie lieben solche Sachen, totale Kuschelsachen. Das ist so schön, danke. Danke, danke, danke. Ich kann mich nicht oft genug bedanken dafür. Also, ich hätte wirklich nicht gerechnet, dass es so viel wird. Und jeder hat Spaß hier und meine Ratten finden einfach so toll. Und ja, jetzt ist das Paket endlich leer. Ich habe gedacht, das hört gar nicht mehr auf. Das ist wie so eine Wunderkiste, die einfach nicht alle wird. Und boah, alles so schön. Ich muss das erstmal alles hier registrieren, was ich hier gekriegt habe. Einfach mal so nebenbei. So, hier sehen wir dann nochmal wieder alles im Überblick. Ich habe die Sachen, die man jetzt zusammenbauen musste und ich das jetzt im Video nicht zeigen konnte, weil das Video sonst noch länger geworden wäre, habe ich das jetzt eben zusammengebaut alles. Und hier sieht man einmal die Wippe. Und hier einmal das Klettergerüst. Beim genaueren Hinsehen ist es ein Klettergerüst. Auf dem Bild sah es eher aus wie eine Rutsche. Aber gut, das ist alles wirklich total niedlich und ich finde es total super und das ist so schön. Auf jeden Fall bedanke ich mich nochmal auch allerherzlichst bei dir, Happy Animals Happy. Und an dieser Stelle verabschiede ich mich mal wieder und sage bis zum nächsten Mal und ciao.